Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Ladestation. Ja, ich habe euch mal rangezoomt, dass wir uns das jetzt angucken können. Jetzt machen wir erstmal den USB-Kabel hier rein. Ne, falsch rum. Der kommt nach oben. So, ich habe mir hier extra ein Kabel rangeholt, damit wir das jetzt sehen. Hat doch heute geblinkt, oder? Ach, der blinkt nur kurzzeitig. Okay. Der blinkt nur kurzzeitig. So, hier ist mein Handy. So, da ist mein Handy. Und jetzt testen wir das mal. Hier passiert, doch, passiert was. Das leuchtet, also unten leuchtet es auf jeden Fall. Das blinkt hier. Aber es passiert nichts. Also ist es für das S5 doch nicht kompatibel. Ist doch nicht kompatibel für S5. Das ist sehr schade. Steht auch nicht. Ah, hier steht es auch S6, S6 Edge, Nexus. Also nicht für meins kompatibel, aber wo haben wir denn jetzt? So. Ich habe noch was, was so aufzuladen ist. Und das werden wir uns jetzt mal angucken, ob es auch funktioniert, wenn wir das hier draufstellen. Es funktioniert, es ladet. Also das Gerät an sich funktioniert super, es hat keine Fehlfunktion. So. Ich mache mal meine Hand dazwischen, damit es sich einpegelt. Ja, der wird voll, der Akku. Also ihr seht das ganz schlecht. Ja, doch so ein bisschen. So. Müssen wir gucken, ob sich das jetzt hier noch einpegelt, weil das Licht halt etwas zu grell ist. So, da seht ihr das so ein bisschen besser. Seht ihr das? Das wird ladet. Der Ladebalken geht definitiv. Bloß bei dem S5 geht es leider nicht. Da müsste ich mir vielleicht einen anderen Akku holen oder so, dass es denn funktioniert. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert an sich schon. Wir haben ein schönes, kleines, rundes Teilchen hier, was man schnell mal irgendwo verstecken kann, den Kabel, und das einfach nur irgendwo auf der Plattform oder irgendwo auf dem Tisch stehen hat oder am Schrankwand. Und wenn man sein Handy laden will, einfach draufgelegt. Und es ladet, fertig ist. Und wir sehen auch, dass es da ladet. Und wenn es denn voll ist, gibt es natürlich ein anderes LED-Licht. Also funktioniert super, bloß bei mir nicht durch das S5. Also das S5 Neo habe ich. Aber ansonsten funktioniert es super. So, dann würde ich jetzt hier das Video auch erstmal beenden. Ich werde jetzt gucken, das werde ich halt mit der E-Zigarette weiter testen oder mal gucken, ob ich jetzt noch einen Kumpel habe, der vielleicht ein S6 rumliegen hat, dass man das dann vielleicht mal testen könnte oder so. Ach,
Leider habe ich jetzt die Möglichkeit, dann nicht den weiter zu testen. Also wenn da nichts weiter kommt, werde ich natürlich auch keinen Hardware-Check machen können. Schade. Ich habe echt gedacht, ich muss mal gucken, werde ich mir einen anderen Akku holen oder so. Vielleicht habe ich da denn das Glück, dass es denn funktioniert. Muss ich mich mal schlau machen, so ein S6-Akku oder so. Was dafür einer eingebaut ist, weil der S6 hat ja so einen fest verbauten Akku. Wisst ihr? Das ist ja nicht nur wie bei mir, dass ich den Akku tauschen kann. Beim S6 ist der Akku ja fest und der geht nicht zum Tauschen. So, das soll jetzt aber wirklich soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.